Ganz einfache Physik. Aerosole in geschlossenen Räumen und Brownsche Molekularbewegung. Aerosole sind kleinste Teilchen, die sich in Luft oder in Wasser, also in Gasen oder Flüssigkeiten ausbreiten. Diese kleinsten Teile können also Feststoffe sein, zum Beispiel Zigarettenrauch. Es ist eigentlich Asche. Der Rauch ist Asche, der durch die Gegend fliegt und der verteilt sich. Was das alles mit der Brownschen Molekularbewegung zu tun hat und dass sich das alles komplett verteilt, das hatte ich schon mal in einem Unterrichtsvideo komplett dargestellt. Ich werde dazu verlinken, da muss ich eigentlich gar nicht viel zu erklären. Letzten Endes geht es darum, dass sich alle Moleküle eines Gases oder einer Flüssigkeit ständig bewegen, ständig. Und dadurch kleinste Teilchen, die in ihnen sind, also zum Beispiel Ascheteilchen, Rauch oder eine Spraydose, Duftstoffe, also Flüssigkeiten oder was auch immer, dass die dann diese kleinen Teilchen anschubsen und hin und her schubsen und zwar so lange, dass die sich komplett verteilen. Ich werde auf dieses Unterrichtsvideo nochmal verweisen, jetzt hier oben oder auch zum Schluss, muss ich mal sehen. Und dann könnt ihr euch letzten Endes darüber Gedanken machen, wie das alles funktioniert. So, also einen schönen Tag, das nochmal als Gedankenanstoß, wie, was sind eher Aerosole und was hat das alles mit Physik zu tun und bis später, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.